Willkommen zurück zu Pokémon Schild. Dieses Mal nicht in 16:9, sondern im Full-Format letzten Endes. Einfach weil ich mir denke, ja, das müsste eigentlich besser rüberkommen. Hey, hallo! Ah, das ist schon das Sun, ja. Der auch von ziemlich vielen Fanart schon ausgeschlachtet worden ist. Du hast es durch die Naturzone geschafft, was? Nicht schlecht! Dein Team ist jetzt sicher ziemlich erschöpft. Los, gehen wir ins Pokémon Center. Wenn du kurze Zeit hast, zeige ich dir da auch etwas, was dich als Trainer bestimmt interessiert. Bin ich mal gespannt, was die uns zeigen will. Und man sieht mich nicht und die Lichteinstrahlung ist gar nicht so beschissen. Gott sei Dank. Oh, schau mal, Rotomina ist gerade frei. Oh Gott. Rotomina ist eine Kurzform für Rotom Terminal. Okay, das sind nützliche Geräte für Trainer. An ihnen kannst du unter anderem das Design deiner Ligakarte individuell gestalten. Bastel doch einfach mal ein bisschen an deiner Ligakarte herum. Lass deiner Kreativität freien Lauf. Du hältst die Ligakarte von Dalian. Okay, versteht jetzt nicht, die Karte ist von Dalian, aber wir bekommen sie jetzt, oder wir bekommen sie von Dalian, aber sie war quasi die Botin, okay? Weil sonst macht es relativ wenig Sinn. Du sortierst die Ligakarte in dein Album ein. Ja, das ist ganz wichtig. Du kannst das, ich nehme mal an, dass es jetzt quasi den Trainerpass ersetzt. Mhm, ja, schön für euch. Dir ist bestimmt nicht entgangen, dass Engine City ziemlich groß ist. Aber kein Grund zur Sorge. Wenn wir wieder draußen sind, erkläre ich dir, wo hier was los ist. Vergiss nicht, vorher dein Team heilen zu lassen. Ach ja, die Eröffnungszeremonie, das weckt Erinnerungen. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal den Kampfplatz eines Stadions betreten habe. Mann, was ist das ein überwältigendes Gefühl. Wenn ich daran zurückdenke, spüre ich sofort wieder dieses Kribbeln im Bauch. Ja, wer kennt das nicht? So, dann basteln wir irgendwann mal dein Geschwind rum, wenn die es uns schon anbieten. Pokéjobs, was ist das? Okay, Pokéjobs. In Galar suchen zahlreiche Firmen nach Pokémon, die ihnen bei bestimmten Aufgaben helfen können. Ah, okay, ja. Okay. Das ist aber seltsam, es gibt einen neuen Job zu erledigen. Okay, warum hat man uns das nicht zuvor schon erklärt? Das sind das vielseitige Stoffe, ja, okay. Haben wir nicht schon Wolli gefangen? Scheinbar nicht. Hier haben wir das Wingull, aber ansonsten, ja, um so einiges von ihm brauchen kann, aber Wolli haben wir anscheinend noch nicht gefangen, ne? Ja gut, dann lassen wir das erste Mal. Bis bald. Aber ich würde gerne noch was anderes machen, und zwar, ich habe schon gelesen, Kantomat, Kartomat heißt es natürlich. So. Halt einmal, dann muss ich aber eine neue erstellen. Die sieht hässlich aus. Mist. Die sieht hässlich aus. Aber so ein bisschen die Streifen stürmen mal wieder. So, Hintergrund. Ich mag eher so einen roten Hintergrund. Das sieht eigentlich auch nicht so schlecht aus. Ah, den will ich nicht haben. Effekt. Sieht irgendwie alle blöd aus. Ja, von mir aus. Wobei der passt nicht so gut. Nee, das ist einfach nur schlecht. So, Namen. What the? Ja, von mir aus so. Ich mag rot. So, als nächstes kannst du dein eigenes Aussehen auf deiner Ligakarte bestimmen, okay? Das sieht irgendwie alles ein bisschen blöd aus. So, dann Modus wechseln. Das ist sehr seltsam. Okay, dann machen wir das mal so.
glänzende Beschichtung, matte Beschichtung. Also sind wasserfest, okay. Ja, sorry Leute, dass mich das gerade so interessiert, aber... Irgendwas erstes sollte das mal reichen. Ich finde, das ist eine relativ große Spielerei. Ja, schön Eigenwerbung machen fürs eigene Produkt. So, dann wie geht es hier weiter? Dass du das durch die Naturzone geschafft hast, ist ein echt gutes Zeichen. Aber weißt du auch noch, was dein Ziel in Engine City ist? Die Arena Challenge. Genau, als nächstes solltest du zur Eröffnungszeremonie der Arena Challenge. Ich frage mich generell, wann gibt es eigentlich den ersten Arena-Kampf oder die erste Arena generell? Sie findet morgen im Engine-Stadion statt. Nutze einfach den Lift am Ende der Straße, um zum Stadion zu kommen. Ich werde mir in der Zwischenzeit mal die Boutique ansehen, wenn ich schon mal hier bin. Vergiss nicht, dich im Stadion anzumelden. Bis später. Okay, man redet hier nicht mehr von irgendwelchen Arenen, man redet hier von Stadien schon. Von ganzen Stadien, oh mein Gott. Aber sicher muss das ganze Bild eigentlich ausgefüllt sein. Ja, wäre schön, wenn man hier die Kamera bewegen könnte. Ja, hier kann man wahrscheinlich Haarschnitt und so weiter regeln und Klamotten. Eigentlich will ich noch keine Klamotten kaufen, nee, das ist mir zu blöd. Dafür ist mein Geld auch irgendwie zu schade. Okay, jetzt kommt der schon wieder. Ich sehe schon. Puh, ohne dich würde ich den Weg zum Stadion nie finden, Glurak. Mein Orientierungssinn lässt echt zu wünschen übrig. Wie könnte ich nur diesen riesigen Lift übersehen? Oder wie konnte ich nur diesen riesigen Lift übersehen? Oh, hallo Lukas! Wie ich sehe, hast du bereits ordentlich an deine Fähigkeiten als Trainer gefeilt. Es war also die richtige Entscheidung, dir einen Empfehlungsbrief aufgestellt zu haben. Ich habe da etwas, was du sicher gut gebrauchen kannst. Hier, gib das einem Pokémon zum Tragen. Korn Wundersand. Geschlossenes Item in der Trainingskasche. Item zum Tragen, ja, für Typ Pflanze, okay, gar nicht so schlecht. Du bist fast da. Wenn du den Lift hier nimmst, kannst du das Engine-Stadion gar nicht verfehlen. Ist das gleichgestellt mit der ersten Arena oder mit dem ersten Arena-Kampf? Übrigens, ich habe herausgefunden, und ich hoffe, dass ich jetzt mich hier nicht wiederhole, der EP-Taler lässt sich tatsächlich nicht ausschalten, was ich sehr, sehr schlecht finde. So, Liga-Karte, vielleicht können wir da nochmal drauf schauen. Album. Okay, jetzt haben wir hier die erste. Okay. Die gehorchen alle Level Pokémon bis Level 20. Du kannst Pokémon bis Level 20 fangen, ja, das ist... einfach nur dämlich. So, was aber viel wichtiger ist, ist, wir können jetzt endlich hier ein tolles Item geben. Und zwar, wo haben wir es denn? So, und EP-Bonbons, das ist... Na gut, so eigentlich nicht. Stell mal wieder scharf. Oder? Ja, von mir aus. Ja gut, was ich generell vielleicht noch regeln möchte, ist, ich möchte ein paar Pokémon in die Box reintun. Dafür gehe ich auf den, gehe ich einfach den klassischen Weg entlang. Und zwar gehe ich einfach zurück ins Pokémon Center. Habe ich vollkommen vergessen, weil ich habe jetzt endlich mal mir den Decks angeschaut. Und habe dementsprechend schon beschlossen, welche Pokémon jetzt ins Team reinkommen und welche draußen bleiben. So, Dankeschön. Ja, also Sensekt, nein danke. Kleptifuchs, nein danke. Micro, nein danke. Und auch Voldi, nein danke. So, damit bleibt also Kamehubs. Und wir müssen uns mal geschwind anschauen, wie das Teil so aussieht. Oder ja, es ist auf jeden Fall weiblich. Wie könnten wir es dann nennen? Okay, wir können sogar Leute von der Box nennen.
Dingsterbumsen. Umbenennen. So, wie nennen wir das Ganze jetzt hier? Weiß nicht, wie man Rey aus Star Wars schreibt. Einfach mal so. Rey. ich habe leider keine besseren Namen. Hoffentlich haben wir so wenig weibliche Pokémon wie nur möglich im Team. Es gibt deutlich mehr männliche Charaktere in Star Wars. Ich weiß, dummer Vergleich letzten Endes, aber ja, irgendwie sind es dann schon die Pokémon The Last Jedi unter den Pokémon-Spielen. Also hier sind technisch halt noch ziemlich ärgerlich. Sieht man es halt ein bisschen deutlicher. Anfangs war ich so zufrieden, aber jetzt mittlerweile. Mein Gott, was ist das für ein Typ? Da bist du ja! Das ist das Engine-Stadion. Hier wird die Eröffnungszeremonie abgehalten. Stell dir nur mal vor, die Eröffnungszeremonie schauen sich nicht nur unsere Mütter an, sondern unzählige Leute aus der ganzen Welt. Ich zittere schon total vor Nervosität. Ach, was rede ich da? Das ist keine Nervosität. Das ist pures Adrenalin. Ich bin so aufgeregt, oder bin ich ja so froh? Jetzt wird rangeklotzt, Lukas. Die ganze Welt soll unseren Namen kennen. Aber will ich das doch wirklich, dass du dich die ganze Welt kennst? Ich weiß es nicht. Was will ich aber mit diesem seltsamen Typen da reden? Ist es einfach nur ein Fan? Tada! Okay. Oder gibt uns einen Pokéball. Oh mein Gott, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Sieht trotzdem seltsam aus. Okay, das Ding ist relativ cool, allerdings, okay, da können wir noch nicht durch, da geht es jetzt wahrscheinlich in die nächste Stadt. Da wollen sie wieder finden, dass man weitergeht, als man darf. Also das Ding würde ich mir auf jeden Fall holen in Pokémon Schwert, aber für Schild ist das leider nichts. Das erste. Wow, schau dich nur mal um. Überall Arena-Challenger, egal wo man hinsieht. Gegen all die müssen wir uns durchsetzen. Komm, melden wir uns gleich an. Arenaleiter oder whatever. Irgendwas ähnliches in der Art. Weil da haben sie mich nicht gespoilert, möchte ich nur mal so gesagt haben. Okay, scheint keinen Bock auf uns zu haben. Was geht denn mit dem? Ich hab gedacht, das wäre eine sie. Okay. Seid ihr zwar hier, um euch anzumelden, dann zeigt mir bitte eure Empfehlungsbriefe. Oh, eine Empfehlung vom Champ persönlich. Sowas sehe ich zum ersten Mal. Mein Empfehlungsbrief stammt auch vom Champ. Wie bitte, Darion hat euch beide als Teilnehmer an der Arena Challenge empfohlen? Dann müsst ihr wirklich großes Talent haben. So scharf beobachtet, mein Name ist Hawk. Vor ihnen steht Dalions kleiner Bruder. Ich trete in seine Fußstapfen und werde der neue Champ. Wie, wo, was, wow. Einen Moment bitte. In Ordnung, ich habe euch beide angemeldet. Jetzt müsst ihr euch bitte nur noch eine Trikotnummer aussuchen. Ihr habt die freie Wahl. Trikotnummer, da nehme ich natürlich die 98 als mein Geburtsjahr. Du hast dich also für die 98 entschieden. Gut, das trage ich sofort ein. Trag bitte immer dieses Challenge-Band, damit alle wissen, dass du ein Arena-Challenger bist. Die Eröffnungszeremonie der Arena-Challenge findet morgen in diesem Stadion statt. Alle Teilnehmer dürfen kostenlos im Knospi Inn. Oh mein Gott. Warum Knospi, Leute? Warum? Das Hotel befindet sich ganz in der Nähe. Wow, der Präsident der Pokémon-Liga hat sich nicht lumpen lassen. Was? Los, komm, wir checken am besten gleich in Knospi Inn ein. Ja gut, von mir aus. Ist aber schön, wie man hier in dieser Edition verwöhnt wird mit irgendwelchen Sachen. Du bist Arena Challenger Lukas, habe ich recht. Zum Knospien geht es hier entlang, wenn du mir bitte folgen würdest. Ja, Bob hat es natürlich gefunden. Ich meine, woher hat Dalion diese ganzen Orientierungsprobleme, wenn doch eh alles erklärt wird? Das verstehe ich nicht so ganz. Das ist das Knospien, Lukas.
Tritt ein und ruh dich gut aus. Du wirst all deine Kräfte brauchen. Und ich würde sagen, Leute, das tun wir auch, allerdings erst im nächsten Part. Ja, ich möchte jetzt gerne an diesen 15 Minuten festhalten, oder 15, 16, 17 Minuten. Nicht, dass jeder Part 20 Minuten lang wird. Außerdem habe ich noch ein paar Einstellungen vorzunehmen, damit es im nächsten Part wieder ein bisschen besser aussieht, weil in dem Part war es von der Qualität her schon ein bisschen schlechter. Mal schauen, was ich da noch so machen kann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie.